Boris Vian, das rote Gras. Der Wind, mild und verschlafen, trieb einen Arm voll Blätter gegen das Fenster. Fasziniert lauerte Wolf auf den kleinen Zipfeltag, der in regelmäßigen Abständen durch das Zurückschwingen des Astes sichtbar wurde. Grundlos stützte er plötzlich seine Hände auf den Schreibtisch und stand auf. Beim Gehen ließ er die knarrende Diele des Fußbodens knarren und machte dafür zum Ausgleich geräuschlos die Tür zu. Er ging die Treppe hinunter, fand sich draußen wieder und seine Füße nahmen Kontakt auf mit der Backsteinallee, die von zwiespältigen Brennnesseln eingesäumt war und durch das rote Gras des Landes zum Carré führte. 100 Schritte weiter zerstückelte die Maschine den Himmel mit ihrer Struktur aus grauem Stahl, umzingelte ihn mit unmenschlichen Dreiecken. Der Monteuranzug des Mechanikers Saphir Lazuli bewegte sich wie ein dicker, tabakbrauner Maikäfer neben dem Motor. Saphir steckte in dem Monteuranzug. Von weitem rief Wolf ihm etwas zu und der Maikäfer richtete sich auf und streckte sich. 10 Meter vor dem Apparat entfernt traf er mit Wolf zusammen und sie legten den Weg gemeinsam zurück. »Kommen Sie, um ihn zu kontrollieren?« fragte er. »Ich habe den Eindruck, dass es Zeit ist«, sagte Wolf. Er sah sich den Apparat an, der Kasten war hochgezogen und zwischen den vierstämmigen Füßen gähnte ein tiefer Brunnen. Er enthielt richtig angeordnet die Destruktionselemente, die sich dann entsprechend ihrer Abnutzung automatisch gegenseitig nachregulieren sollten. »Hoffentlich gibt's kein Fiasko«, sagte Wolf. »Genau genommen kann es auch schiefgehen. Es ist knapp kalkuliert.« »Wenn wir mit einer solchen Maschine ein einziges Fiasko haben«, brummte Saphir, »lerne ich Prenusisch und rede für den Rest meines Lebens nichts anderes mehr.« »Ich lerne es auch«, sagte Wolf. »Du wirst ja schließlich mit jemandem reden müssen, nicht wahr?« »Keine Geschichten«, sagte Lazuli erregt. »Noch ist es nicht so weit mit dem Prenusisch. Setzen wir sie in Gang. Sollen wir ihre Frau und meine Fulavril holen gehen? Sie müssen das unbedingt sehen.« »Sie müssen das unbedingt sehen«, wiederholte Wolf ohne Überzeugung. »Ich nehme den Scooter«, sagte Saphir, »ich bin in 3 Minuten zurück.« Er bestieg den kleinen Motorroller, der brummend losfuhr und über den Backsteinweg rumpelte. Wolf war allein inmitten des Karrees. Klar und deutlich erhoben sich in einer Entfernung von einigen 100 Metern die hohen Mauern aus rosa Stein. Wolf stand mitten im hohen Gras vor der Maschine und wartete. Seit einigen Tagen kamen die Neugierigen nicht mehr. Sie schonten sich für den Tag der offiziellen Einweihung und sahen sich in der Zwischenzeit lieber in Eldorami die verrückten Boxer und den Vorführer der vergifteten Ratten an. Der ziemlich tief hängende Himmel blitzte geräuschlos. Im Augenblick konnte man ihn mit dem Finger berühren, wenn man auf einen Stuhl stieg. Aber eine Böe, ein plötzliches Umspringen des Windes genügten, damit er sich zusammenziehen und ins Unendliche erheben würde. Er trat an die Schalltafel heran und seine gestreckten Hände verspürten ihre Festigkeit. Wie immer war sein Kopf leicht geneigt und sein hartes Profil hob sich von dem weniger haltbaren Blech des Kontrollschrankes ab. Der Wind klatschte das weiße Leinenhemd und die blaue Hose gegen seinen Körper. Stehend, ein wenig verwirrt, wartete er auf die Rückkehr Saphirs. Alles begann ganz einfach auf diese Weise. Der Tag war genau wie alle anderen und nur ein sehr geübter Beobachter hätte den fadenförmigen Streifen wie einen goldenen Riss bemerken können, der genau über der Maschine den Azur markierte. Doch Wolfs nachdenkliche Augen träumten im roten Gras. Ab und zu vernahm man das flüchtige Echo eines Autos hinter der Westwand des Karrees am Rande der Landstraße. Die Geräusche trugen weit, es war ein Ruhetag und die Leute langweilten sich in der Stille. Darauf rüttelte der kleine Motor des Rollers im Schluck auf über die Backsteinstraße. Einige Sekunden vergingen und ohne sich umzudrehen nahm Wolf an seiner Seite das blonde Parfum seiner Frau wahr. Er hob die Hand und sein Finger drückte den Schalter ein. Mit einem sehr feinen Pfeifen begann der Motor sich zu drehen, die Maschine vibrierte, der graue Kasten nahm wieder seinen Platz über dem Brunnen ein. Sie standen regungslos da, Saphir hielt die Hand Fulavrils, die ihre Augen hinter einem Gitter gelber Haare verbarg.